Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in der Tiefsee von Subnautica. Guckt mal! Erstmal hallo. Wir haben hier direkt vor Ort Kyanit. Das ist doch total super. Hat er jetzt wieder Lava gefressen, um sie auf uns zu spucken? Ich hoffe nicht. Bleib einfach weg. Nicht umdrehen. Er dreht um. Ich glaube mal, ich muss mal kurz hier weg. Nein, nein, nein. Wow. Okay. Uncooles Vieh. Gehst du weg? Gehst du weg? Weg! Scheiße, scheiße, scheiße. Ich park mal ganz kurz hier und repariere mal. Da ist er schon wieder. Wir müssten auch eigentlich genug Kyanit haben, um ein paar von diesen Tafeln herzustellen. Deshalb werde ich jetzt erstmal andocken an Kloppy. So, an den Frachtraum. 3 Stück haben wir. Das ist ein bisschen wenig. Aber wir könnten 3 Tafeln damit, glaube ich, herstellen. Ja, wir haben... Der Fabrikator ist immerhin noch da. So, 2 Kyanit brauchen wir dafür. Das ist... Guck mal. Wir haben genau eine Tafel herstellen können. Aber die müsste eigentlich tatsächlich reichen. Man muss wahrscheinlich häufiger auf Toilette, wenn man die ganze Zeit im Wasser ist. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube ich nicht. So. Hep. Wir konnten immerhin die Tafel herstellen. So, Ionenwürfel kann man sowieso nicht genug haben, deshalb bauen wir die direkt nochmal ab hier, die 3 Stück. Klick. Und da haben wir die blaue Tafel. Und wir haben sie wieder nicht gescannt. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Hangar oder sowas. Ach was. Was denn hin? Gibt es hier noch irgendwas anzugucken? Die Frage ist, ob ich da hochkomme irgendwie. What? Das ist eins von den friedlichen Viechern. Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Ist das
eins von diesen Viechern? Oder nicht? Ich würde das gerne mal scannen. Vor allem kann ich hier unendlich lange unter Wasser bleiben. Der ist ganz schön fix. Scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Ich kann den nicht scannen. Ist das hier? Wieso kann ich hier atmen? Ah, hier werden die Viecher eingezogen. Leitungszugangspunkt zum Aquarium. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Zugangspunkt zum fremden Leitungssystem, das Wasser zu und von der Sicherungseinrichtung transportiert. Glubscher benutzen das Leitungsnetz, um von der Oberfläche hierhin und zurück zu gelangen. So, jetzt hat er mich gerade, irgendwas gesagt. Scans der Umgebung zeigen, dass das Wasser hier reich an einer seltenen planktonähnlichen Lebensform ist, die von den organischen Überresten, welche vom umgebenden Ökosystem erzeugt werden, abhängig ist. Ungewöhnlich passives Verhaltensmuster der Raubtiere. Stimmt, niemand greift mich hier an. Blaue Seepockenkolonie. Was bist denn du? Stielauge. Ein langsamer und neugieriger Pflanzenfresser, dessen Tarnfarben ein Anzeichen für ein bevorzugtes Fluchtverhalten in Richtung Meeresboden sind. Stielaugen, wahrscheinlich nützlich für die Beobachten von Feinden aus dem eigenen Korallenversteck heraus. Wahrscheinlich für das Beobachten. Verhalten. Das Stielauge ist tagsüber aktiver, aber immer langsam und gutmütig. Daher hängt sein Überleben von seinen Tarnfarben ab und davon, dass Räuber anderswo eine reichhaltigere Mahlzeit bekommen. Beurteilung essbar. Schön feilchen gepunktetes Ampferblatt. Hier haben wir wirklich alle Lebensformen, ne? Und ich kann hier einfach unendlich lange unter Wasser bleiben. Sehr, sehr interessant. Auch der Riffhai greift mich nicht an. Die haben den hier einfach gefangen genommen und eingesperrt, das arme Vieh. Was ist das denn hier? Das ist noch ein Tor. Wenn wir ihm das Tor öffnen, könnte der raus. Können wir ihm das Tor öffnen? Ionenwürfel einsetzen. Nix, wie rein damit. My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Enzyme zum Schlüpfen hinzufügen. Ich habe keine Enzyme. Das ist ein Brutkasten. Seeimperator-Eier. Da haben wir die Eier. Die Eier des Seeimperators. Erstens Schale. Ungewöhnlich harte Schale. Das organische Wachstum auf der Außenseite ist ein Hinweis dafür, dass diese Eier hunderte, vielleicht tausende von Jahren alt sein können.
Zweitens, fremde Röhren. Fremde Geräte durchdringen die äußere Schicht der Schale und sind wahrscheinlich dazu gedacht, sie mit Nährstoffen zu versorgen und sie von der Umgebung zu isolieren. Drittens, Fruchtblase. Wie viele Eier auf 4546b enthalten auch diese kleine Nährstoffe, die der Embryo langsam verbraucht. Stattdessen existieren sie in einer Art natürlicher Stase und warten auf angemessene Bedingungen zum Schlüpfen. Viertens, Fötus. Es gibt eine hohe genetische Übereinstimmung zwischen diesen Organismen und dem Leviathan in der Nähe. Sie scheinen stabil und gesund zu sein. Das ist ja mega. Es ist wahrscheinlich, dass die idealen Bedingungen zum Schlüpfen von den idealen Bedingungen für das Überleben des Elterntiers erheblich abweichen. Erheblich abweichen, das ist interessant. Ja, dann geben wir ihm doch die Freiheit, den Jungtieren. Die tun mir ja nichts. With the passage you have opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Enzyme zum Schlüpfen, neuer Bauplan verfügbar. Geil. Wie können wir die herstellen? Eine organische Substanz, gewonnen aus Pflanzen im natürlichen Brutgebiet des Imperators zum Auslösen einer Schlüpfreaktion. Augenstängelsamen, Seekronensamen, Pilzprobe, Geisterkrautsamen, Lampenbuschprobe. Dann lasst uns die doch einsammeln. Plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Was hat sie gerade gesagt? Andere Lebensformen, die den Bewuchs befruchten und kurz halten, könnten diesen Umweltmangel ausgleichen. Die den Bewuchs befruchten und kurz halten. So, muss ich das jetzt hier so nehmen? Jawohl, Seekrone. Ist das das, was ich dazu brauche? Ja. Okay, Augenstängel, Pilzprobe. Ich nehme jetzt einfach von allem hier eine Probe mit. Was ist diese Pilzprobe? Nee, das ist gar nichts. Es ist wirklich interessant, dass ich hier unendlich lange unter Wasser bleiben darf.
Da sind die Pilze. Nee, das ist wieder die Seekrone. Sind wir gerade rausgeschwommen? Mein Inventar ist voll, na toll. Ich muss mal loswerden, was ich halt eh nicht verwenden kann. Das ist schon echt ganz schön cool hier. So. Wir brauchen, ich muss das jetzt nochmal checken hier. Augenstängelsamen, Pilzprobe, Geisterkrautsamen. Wir haben doch aber Geisterkraut eben eingesammelt. Lampenbuschprobe. Augenstängel, Geisterkraut, Lampenbusch. Das haben wir doch alles eingesammelt. Ach, Geisterstängel, nicht Geisterhände, oder? Geisterkraut. Geisterhändesamen. Wir brauchen Geisterkrautsamen. Das sind Geisterhände. Aber das ist doch der Höhlenbusch. Lampenbusch, nicht Höhlenbusch. Die Frage ist, ob das wirklich alles hier zu finden ist. Oder ob ich raus muss und das finden muss. Windgras, Blaupalme. Ich gebe noch nicht auf. Weil immerhin eine Sache haben wir hier schon gefunden. Wollen wir mal gucken, ob wir das draußen finden?
Wollen wir mal in das Tor? Hallo Vicky Aria, ich grüße dich. Vicky Aria. Oh, schaut mal, was hier ist. Was haben wir denn hier noch? Ein Ionenwürfel. Und was haben wir hier noch? Ein weiteres Tor. Jetzt bin ich gespannt. Wir können unten raus und wir können hier raus. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus, um zu gucken, was hier ist. Mal gucken, wo wir rauskommen. Oder wir müssen jetzt da unten überall Tore suchen und die Einzelteile halt, diese Samen vor den Toren. Ach, hier sind wir jetzt. Hä? Hier sind wir doch reingegangen. Da hinten steht der Krebs. Ach so, da müssen wir da nicht mehr runtertauchen. Das war total dumm. Dann lasst uns mal hier durch. Mal schauen, was uns hier erwartet. Tor Nummer 2. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Hoffentlich finden wir nicht den Zonk. Das ist das Tor, was nicht offen war. Vor der Einrichtung hier. Jawohl. Das heißt, wir können jetzt überall einfach schnell hinreisen. Das ist doch fein. Weird ist, dass wir immer noch unendlich lang unter Wasser bleiben können. Das ist auf jeden Fall ein Bug. Aber den finde ich gerade total super. Den möchte ich gerade nicht, loswerden, den Bug. Auch wenn es natürlich ein bisschen Fuddelei ist, aber... Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Okay, also die sind nicht mehr freundlich hier. Nein. Eindeutig nicht mehr freundlich. Okay. Dann scanne ich nicht noch das Scannerraumfragment, sondern mache mich erstmal wieder hier auf den Weg durchs Tor. Tschö. Tja, die Frage ist jetzt, finden wir diese ganzen Samen wirklich alle hier? Oder muss ich dadurch raus? Muss ich auf dem Planeten? Die Seekronensamen haben wir ja schon. Der Lebenszyklus des Seeimperators. Verfügbare biologische Daten wurden verwendet, um die Auswirkungen des fremden Bakteriums auf den natürlichen Lebenszyklus des Seeimperators zu simulieren. Wahrscheinlich lebten diese Tiere in der Umgebung der Ozeangräben des Planeten und zogen dort in kleinen Herden umher. Sie kamen an die Oberfläche, um die riesigen Vorkommen an Mikroorganismen im seichten Wasser abzuernten. Die Größe der Herden könnte stark vom verfügbaren Nahrungsangebot bestimmt worden sein. Nachkommen trennten sich wahrscheinlich in jungen Jahren, um anderswo eigene Herden zu bilden. Angesichts ihrer geringen Population waren Paarung und Eiablage wahrscheinlich selten, vielleicht einmalige Ereignisse im Leben. Die Tiere hatten vermutlich ein bevorzugtes Eiablagegebiet. Tatsächlich könnte eine erfolgreiche Brut von solchen Bedingungen abhängig gewesen sein. Angesichts der Seltenheit dieses Ereignisses ist es unmöglich, diese Bedingungen genau zu berechnen.
Es gibt keine Hinweise, welche die Annahme unterstützen, dass alle Tiere dieser Art dem fremden Bakterium gegenüber immun waren. Falls doch, gibt es Hinweise darauf, dass die Freisetzung des Bakteriums das Leben auf dem Planeten dezimierte und dies katastrophale Auswirkungen auf das Nahrungsangebot und die Überlebensrate des Imperators hatte. Das symbiotische Verhältnis zwischen diesem Exemplar und anderen Lebensformen entstand wahrscheinlich als direktes Ergebnis der bakteriellen Infektion. Die Lebensformen, die gelernt hatten, den Imperator am Leben zu erhalten, überlebten mit dessen Hilfe. Dies wäre eine Erklärung für die weiten Gebiete leblosen Ozeans im entfernten Umkreis des Standortes des Seeimperators. Aber den Seeimperator an sich haben wir noch nicht gescannt, ne? Ich versuche das jetzt nochmal. Da ist übrigens wieder einer, der dieses Enzym in sich trägt. Glubscher innerhalb der Sicherungseinrichtung. Alle anderen in der Einrichtung angetroffenen Tiere sind in ihr isoliert, aber die Glubscher scheinen von selbst durch das fremde Leitungsnetz zu kommen und zu gehen. Bei der Ankunft nähern sich die Glubscher dem Seeimperator. Sie zeigen eine natürliche Affinität zu den Magenenzymen, die vom Imperator ausgestoßen werden. Wenn sie mit dem Enzym in Kontakt gekommen sind, kehren sie in das Leitungssystem zurück. Analyse: Dieses Verhalten muss die Quelle des Enzyms 42 auf 4546b sein oder dem Bereich, der das Leben ermöglicht. Es ist wahrscheinlich ebenso verantwortlich für das Überleben des Imperators und der anderen Lebewesen innerhalb der Einrichtung. Aha. Pilzprobe. Die sieht super strange aus, diese Pilzprobe. Lampenbusch. Geisterkrautsamen, Augenstängelsamen. Aber ich glaube, ich kann mich hier wirklich dumm und dämlich suchen, ne? Ich werde das hier nicht finden. Da sind die Stängel. Doch nicht. Mist. Die sehen so danach aus. So was Doofes. Die waren auf jeden Fall gerade total einzigartig. Mist. Verdammter. Super interessant aus und ich darf das nicht untersuchen. Das ist total schade. Die sehen fast so aus wie die Dinger auf den Bildern, aber sie sind es nicht. Ich fürchte, wir kommen hier nicht weiter, ihr Lieben. Ich fürchte, das Zeug ist nicht hier.
Auch wenn wir eins davon hier gefunden haben, sind die anderen nicht hier. Kann ihn nicht scannen. Das ist sehr, sehr schade. Das sind die Enzyme, die er... Seht ihr? Die stößt er aus und die fressen... Die werden gefressen von den Glubschern und dann gehen die wieder nach draußen. Jo. Die Frage ist jetzt, wohin machen wir uns auf? Um dieses ganze Zeug zu finden. Gehen wir hier durch? Oder gehen wir erstmal zurück zur Basis? Ich gehe nochmal hier durch. Und gehe mal weiter nach oben. Hi Amluk, ich grüße dich. Es ist schon wieder Nacht und da oben ist schon wieder so ein Vieh. Es ist blöd, dass die genau hintereinander liegen. Die sind 2000 Meter weit weg. Ich glaube, das hier bringt nicht wirklich was. Ich glaube, wir müssen woanders raus. Die Seekrone war sonst öfter das Problem, weil sie sehr, sehr selten ist. Aber die hast du ja gefunden. Die Pilzprobe hat seltsamerweise keine genaue Bezeichnung. Da weiß ich im Moment nicht weiter. Die anderen Sachen lassen sich jedenfalls in verschiedenen Bereichen finden. Andere haben die Suche teilweise offscreen gemacht, weil sie sehr, sehr lange gebraucht haben oder Hilfe benötigt haben. Okay, das ist sehr interessant. Das heißt, ich werde jetzt erstmal zurück in den oberen Raum. Und dann gucken wir mal, wo wir diese Sachen finden. So, also Bereiche im Meer meine ich. Ja, das ist mir schon klar. Dass ich nach draußen muss. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe nur gedacht, weil ich die eine so schnell gefunden habe und es ja heißt, dass die in diesem Ökosystem gedeihen, dass die anderen Teile auch hier sind. Aber so einfach ist es nun leider nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen in Kloppy, in Krebsi. Und schauen mal, wo die anderen Dinger hinführen. Das eine Ding war ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Das war 700 Meter von der Basis weg. Einmal durch hier. Du scheinst doch keine Nahrung und Wasser zu verbrauchen. Das habe ich gerade auch gesehen. Das ist ein sehr, sehr lustiger Bug, den ich gerade habe. Ich glaube, nach einem Neustart ist das weg. So, hier sind wir definitiv jetzt in einem der Höhlensysteme. Alles klar, das heißt, alle von diesen Toren führen jetzt zum Ende.
Also führen jetzt zu diesem Vieh. Wie weit sind die anderen Sachen hier weg? 2000 Meter, 1900 Meter. 1800 Meter. Ach wow, wo sind wir denn hier gelandet? Wow. Was? Na toll. Steige ich einmal aus, ne? So, Gesundheit verbrauche ich. Das reicht. Weg mit dir. Mit dir sowieso. Ich würde das Ding gerne scannen. Darf ich dieses Ding scannen? Das sieht ja mega geil aus. Riesiger Lampenbusch, ich darf es scannen. Sehr schön, das habe ich mir doch fast gedacht. Diese riesige Pflanze ist Jahrhunderte alt. Sie beherrscht die Umgebung und ein komplexes Wurzelsystem unter der Oberfläche verbindet sie mit den anderen Lampenbüschen in der Gegend. Der Fluss von Nährstoffen in diesem Netzwerk weist darauf hin, dass dieser gigantische Lampenbusch die kleineren Büsche ernährt und den Wald gesund hält. Lampenbuschprobe. Ich fürchte, jede von diesen Toren führt uns in ein Gebiet, wo wir ein Ding finden. Deshalb sind diese ganzen verschiedenen Tore da. Das war Tor Nummer 1. In der nächsten Folge gehen wir in Tor Nummer 2 und suchen das nächste. 3 Stück brauchen wir noch. In diesem Sinne sage ich, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen und schreibt einen kurzen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.